Wachtmeister oder so beschrieben. Also jemand, der dort aufpasst auf die Ruinen oder so, zu irgendeinem Zweck. Interessant. Also ist schon ziemlich abgefahren teilweise. Und ihr habt also selbst solche Mars-Sessions auch schon durchgeführt? Ja, mit Christian habe ich jetzt die gemacht, die ich vorhin beschrieben habe. Mhm. Also auf dieses Zufallsbild. Und da hat es mich schon gewundert, dass dort auch Gebäude auftauchten und die Aspekte, die Christian beschrieben hat. Aber habt ihr auch schon eine Session in der Gegenwart? Also in der Gegenwart meine ich. Also ihr habt damals eine Session in der Vergangenheit, Mars vor 100 Millionen Jahren. Genau. Wo ihr offenbar herausgefunden habt, dass diese Zivilisation noch recht gut unterwegs war oder so, aber habt ihr auch eine Session gemacht, wo ihr den Mars von heute viewt? In der Gegenwart noch nicht. Also aus den Leuten, mit denen wir jetzt so aktiv zusammenarbeiten, ich glaube schon, dass mal Sidonia geviewt wurde. Da habe ich jetzt allerdings gerade nicht die Ergebnisse zur Hand. Es wurde allerdings auch Phobos geviewt. Also Phobos, sehr spannend, okay. Da gibt es ja auch diesen seltsamen Monolithen drauf, also ein Felsen, der offenbar wie ein Monolith aussieht. Und da wurden offenbar auch künstliche Strukturen betrachtet. Und es gab ja auch damals diesen Fall der Phobos-2-Sonde, von den Russen war es, glaube ich, die ja ausgefallen ist. Und darauf hat man auch eine Session gemacht und da kam halt heraus, dass irgendein sehr großes scheibenförmiges Objekt an dieser Sonde quasi angedockt hat, mit irgendwelchen Leitungen oder Sensoren und dadurch die Elektronik der Sonde lahmgelegt wurde. Und dann ist von der Oberfläche des Planeten ein Stein oder ein kleiner Meteorit oder so oder Asteroid hochgeschossen worden. Also nur so ein kleiner Felsen. Und der hat die Sonde dann zerstört. Also fast so, dass es wie eine natürliche Ursache aussehen sollte. Also offenbar... Es scheint so, als wenn die Sonde da in einen Bereich eingedrungen wäre, wo sie nicht hätte eindringen sollen. Okay, naja, also da gibt es alle möglichen Spekulationen rund um Phobos. Ob diese Sonde damals, es war ein ziemlich komplexes Manöver, das sie da 1989 durchgeführt hat, Phobos 2. Die erste dieser beiden Sonden ist ja schon am Weg auf den zum Mars hin, hat sie schon den Geist aufgegeben. Die zweite ist dann eben bei Phobos aus bisher noch nicht ganz geklärten Gründen hat sie nicht mehr funktioniert. Was natürlich überhaupt auffällt, ist, dass der prozentuelle Anteil an gescheiterten Missionen zum Planeten Mars, soweit ich informiert bin, um einiges größer ist als zu jedem anderen Planeten. Ist ja klar, am Mars waren schon sehr viele Sonden auch, aber die prozentuelle Verteilung, also es scheint irgendwie äußerst schwierig zu sein, auf den Mars zu kommen. Oder, so vermuten manche, irgendjemand will nicht, dass wir dorthin kommen. Ja, das ist schon interessant, weil so schwer scheint der Mars ja als Ziel, erscheint er jetzt zumindest oberflächlich betrachtet nicht, weil... Na, wenn man nicht landen will dort, dann nicht. Also wenn man landen will, ist es schon sehr, sehr schwierig, mit heutiger Technik noch. Aber wenn man jetzt nur was in Orbit bringen möchte, naja, das... Also im niedrigen Orbit, da sind halt auch schon sehr viele Ausfälle passiert, soweit ich weiß. Und halt häufiger als bei anderen Planeten. Könnte man jetzt natürlich auch sagen, dass das daran liegt, weil auch sehr viele Sonden dorthin geschickt wurden. Ja, aber der prozentuelle Anteil kann trotzdem, ich rede nicht von der absoluten Zahl an gescheiterten Missionen, sondern vom Anteil der gescheiterten zu nicht gescheiterten und der ist höher. Der ist hoch, ja. Und zwar signifikant höher, soweit ich weiß, als bei anderen Planeten. Ja, und das wirft natürlich die Frage auf. Also man hat ja auch zum Mond sehr viele Sonden geschickt, gerade in den 60er Jahren vor der Landung. Und da kann man sagen, da waren es tatsächlich noch, sind tatsächlich noch aus technischen Gründen gescheitert, wegen der Technologie damals. Aber am Mars ist es schon recht merkwürdig teilweise. Ja, ja, also die wissen da teilweise schon sehr genau, was sie tun. Ich meine, irgendwann Ende der 90er war da auch eine, ich glaube, Mars Orbit. Also eine amerikanische Mission ist da ja plötzlich schwarz gewesen. Also war dann irgendwie plötzlich das Licht aus. Genau. Und dann noch einige andere. Also und auch die Russen hatten eben einige Fehlschläge. Also das ist schon interessant. Noch einmal der Aufruf, also Skype ist offen. Wenn jemand den beiden Gästen heute eine Frage stellen möchte, dann bitte. Wir ein bisschen sind wir jetzt noch on air und dann können wir da gerne jemanden reinschalten, wenn jemand das möchte. Einfach Skype-Name CropFM anrufen oder eben auf den Link von der Startseite aus klicken. Und ich schalte den Hörer oder die Hörerin dann direkt on air. Okay. Was natürlich noch interessant ist, überhaupt diese ganzen astronomischen Targets. Also das ist ja vor allem mein Interessensbereich. Und
was ja in den letzten Jahren auch so in den Fokus gerückt ist, Exoplaneten, die man ja kaum von der Erde aus beobachten kann, ja, als Masseschatten. Und da bietet Remote Viewing natürlich gewisse Möglichkeiten. Und ja, da gibt es dann auch recht interessante Geschichten aus dem Remote Viewing. Zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, welches Exosystem es war, da wird dann irgendwie eine Basis oder ein Außenposten auf einem Planeten beschrieben, der von zwei Fraktionen tatsächlich umkämpft ist im Raum, in Raumschlachten und sowas. Oder in einem anderen Fall, also mit Christian habe ich auch schon mal was versucht, wobei man da sagen muss, das war jetzt nur ein Viewer. Also wenn man richtig akkurate Ergebnisse haben möchte, da muss man natürlich ein Projekt draus machen, also mehrere Viewer dran setzen, dann die Ergebnisse auch vergleichen. Und in dem Fall war es, eine Sekunde bitte, ja, in dem Fall war es der Exoplanet 2M1207b, so heißt der. Und das ist wohl ein Gasriese, also größer als Jupiter, so ein super Gasriese. Und dann hat Christian was beschrieben. Kannst du das kurz erzählen? Weißt du noch, wie das war? Nee. Das also das war auf jeden Fall so ein silbernes Objekt, das war irgendwie beschädigt und das hatte so eine Art Schuppenhaut und ja, das befand sich dort irgendwo und in der Nähe war noch eine andere Struktur. Und das Interessante war halt, also in der Essenz kam es einem vor wie ein biologisches Raumschiff. Also es war irgendwie beschädigt, es kam der Aspekt Physik dabei vor. Und es lag dort halt quasi aufgeschlitzt. Das war eine Session, die Christian gemacht hat? Genau. Und die war jetzt nochmal, welcher Exoplanet? Das war 2M1207b. Okay, aber wenn das ein Gasriese ist, dann muss das einer der Monde sein. Genau, okay. Dazu wollte ich gerade kommen, das ist nämlich auch so ein Aspekt. Der Viewer, der sucht sich im Zielgebiet eigentlich immer das, was sein Unterbewusstsein am interessantesten findet. Das heißt, also gerade bei Neulingen ist das wohl so. Da kann ich vielleicht kurz ein Beispiel aus einer Trainingssession letztens nennen. Ich nehme ein Beispiel. Also meine Freundin hat mal einen Trainingstarget für mich gemacht und hat ein Glas Erdbeereis herausgesucht. Und am Ende der Session habe ich dann nachgeguckt, was ist das Ziel jetzt gewesen, habe mir das Bild angeschaut und es hat absolut nichts gepasst. Also ich habe da was beschrieben, was war weich und warm und kariert und rot und weiß, aber es hat nicht auf dieses Glas mit dem Erdbeereis gepasst, was ich da viewen hätten sollte. Ich habe die ganze Zeit nur ein kariertes Tuch, das im Hintergrund irgendwo lag, beschrieben, aber nicht das, was im Vordergrund stand. Also genau, das karierte Tuch war für mich in dem Moment interessanter. Aber das karierte Tuch hast du eindeutig beschrieben? Also war das unzweideutig, dass du wirklich dieses Tuch beschrieben hast? Ich habe das Tuch beschrieben, nicht das Erdbeereis, ja. Interessant. Genau, und bei mir war das so, das war so ein Foto von so einem Naturschutzschild in einem Biotop. Das Foto habe ich selbst gemacht, deshalb weiß ich, wie die Umgebung dort aussieht. Und was ich halt in der Session beschrieben habe, war minimalst halt dieses Schild, also nur ganz wenige Aspekte von dem Schild. Aber ich habe die ganze Zeit irgendein Gitter beschrieben. Und als Eigenschaftenaspekt, also als immaterielle Aspekte hatte ich da nur, dass es zum Auffangen dient, aber nur beiläufig, also es ist irgendwas Redundantes. Und es ist so, dass 20 Meter Entfernung dort an diesem Schild, da gibt es einen Teich und da gibt es so ein Auffanggitter. Soll halt irgendwie so Wasserpflanzen und Gras auffangen, was dann in einen Abfluss läuft. Das hat aber auch nur so eine beiläufige Funktion, also eine Hilfsfunktion. Und ich habe wohl ganz genau dieses Gitter dort beschrieben, aber nicht das Schild, was auf dem Foto war, also nicht das eigentliche Target. Und da ist mein Unterbewusstsein wahrscheinlich umhergewandert und hat sich das gesucht, was es am interessantesten fand. Und es ist nämlich auch so, dass ich dort in dem Biotop dieses Gitter- und Abflusssystem auch sehr interessant fand, als ich das erste Mal dort war. War ein guter Vergleich dazu. Passte sogar die Anzahl der Gitterstäbe an diesem Gitter, wie ich das beschrieben habe. Und wo ich halt drauf hinaus wollte, ist, dass Christian bei diesem Exoplaneten vielleicht das beschrieben hat, was für sein Unterbewusstsein dort am interessantesten war. Also irgendein seltsames Objekt im Orbit irgendeines Planeten in einem System,
anstatt diesen Gasriesen selbst. Okay, ja, offensichtlich war das interessanter als der Gasriese. Ja. Wobei, es gibt ja auch Leute, die behaupten, der einzige Gasriese im Sonnensystem ist die NASA. Aber okay. Und das ist, dafür gibt es halt diese Bewegungsübungen, dass man zum Beispiel während der Session dem Viewer anweist, das Wesentliche des Targets sollte sichtbar sein. Oder man kann es halt noch präzisieren, das Wesentliche des Targets sollte von oberhalb sichtbar sein oder aus so und so viel Meter Entfernung. Und so. Okay, ja. Da ruft jemand an. Da ruft jemand an, ja. Okay, das heißt also, die Beschreibung bis zu einem gewissen Grad stimmt sie dann noch, aber wie gesagt, der Remote Viewer wandert dann weg. Ja, hallo, der Hörer. Oh, hallo. Hallo, du hast eine Frage. Ja, klar. Ich wollte fragen, habt ihr mal einen Engel oder irgendwas in der Richtung gesehen? Vielleicht auch Gnomen, Elfen, was auch immer. Spirituelle Targets in der Hinsicht. Ja. Also wir selbst haben da noch nichts drauf gemacht, außer ein Bekannter von uns, der hat halt sein höheres Selbst geviewt, kann man ja dazu zählen. Jetzt solche spirituellen Wesen oder Fabelwesen oder nicht physische Wesen halten, da haben wir noch nichts drauf gemacht. Das kann man allerdings auch machen. Also wir sind auch Sessions bekannt, wo dann religiöse Archetypen geviewt wurden und auch so beschrieben wurden. Und ja, das wäre durchaus mal eine Idee. Mhm. Herbert, noch eine andere Frage? Um ehrlich zu sein, hatte ich immer ein bisschen Schiss davor und habe das nie gemacht. Ja, aber ich wollte eigentlich in den negativen Sachen nicht so sehr abgleiten. Vielleicht noch eine Sache. Und so ein Heiler habt ihr aber nicht mal geviewt. Also so ein Geistheiler, so während der was macht, dass man da was sieht? Bisher noch nicht. Ich habe mal eine ähnliche Session gemacht. Ist vielleicht nicht unbedingt vergleichbar. Jedenfalls haben wir mal Orgonit überprüft. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Ja. Dass man sich zu Hause hinstellt, um eben negative Dinge abzuhalten. Was ich dort spüren konnte und andere Viewer auch, war diese spirituelle Energie, die von diesen Orgonit-Klumpen ausgeht. Also das. Wie hat sie die angefühlt, diese Energie? Woher wusstest du, dass es spirituelle Energie ist? Das ist einfach unbeschreiblich. Okay. Nee, das ist ähnlich wie Hitze, aber anders. Viel gewaltiger. Mhm. Und nicht unbedingt unangenehm, aber es war einfach. Ja, man kann es nicht beschreiben. Ja, beantwortet noch eine Frage vom Skype-Caller? Danke, aber erstmal nicht, danke. Okay, ciao. Tschüss. Ja, also. Das heißt direkt jetzt spirituelle Wesen, Engel, Gnome und so, da hast du dich noch nie drüber getraut, Christian. Warum nicht? Hast du Angst vor Engeln? Nee, eigentlich nicht. Nur ich hatte immer, ja, ich weiß nicht, bei diesen Targets komme ich ein bisschen gehemmt vor, ich habe schon viel gelesen, dass man festgehalten wird von Aliens. Oder dass man bei Jenseits-Sessions schon mal irgendwie das Licht sieht und dann angezogen wird. Und das mag ich irgendwie nicht haben. Okay, also da sind wir wieder in diesem Graubereich, sage ich einfach, zwischen den verschiedensten außerkörperlichen Erfahrungen. Ne? Ja. Und du glaubst also, dass es tatsächlich dann, dass manche Targets gefährlich sein können? Kann ich mir gut vorstellen, ja. Als nicht, vielleicht nicht körperlich, aber ich weiß nicht, was das vom Geist anrichten kann. Aha. Ja, glaubst du, dass ein Viewer